Bundesliga-Tipps zum 11. Spieltag. Und ganz schnell Kanal abonnieren, denn das ist heute kostenlos. Yeah, und ärgerlich, wenn man zurückblickt auf diesen 10. Spieltag. Den haben wir unfassbarerweise mit einem Minus abgeschlossen, obwohl ich es noch gesagt habe, es wird unentschieden hageln. 4 oder 5 waren es am Ende oder so, aber allein am Samstag jede Menge und auch Dortmund, Frankfurt und. Aber ja, was soll's, nicht lang lamentieren, abhaken, weiter und besser machen. Ja, schauen wir, was geht. Insgesamt noch ein Plus und ist ja auch eine Kunst, dass man sich dann genau die falschen Wetten raussucht. Ne? Also muss man jetzt auch nicht unter- oder überschätzen, was uns da gelungen ist. Ja. Am Freitag gerade geht's los mit Wolfsburg gegen Frankfurt. Da haben wir ja zwei Teams, die am letzten Wochenende beide erfolgreich waren, mehr oder weniger mit einem Unentschieden. Die Wölfe auswärts gegen Köln, die haben immerhin Dortmund geschlagen. Und Frankfurt eben gegen diese Dortmunder gepunktet. Wolfsburg immer noch ohne Niederlage. Gut, runter dafür. Und die Frankfurter Eintracht, die auf Platz 9 mit 13 Punkten, eigentlich im gesicherten Mittelfeld, aber noch mit Chancen nach oben, denn ich glaube, auch internationales Parkett ist das Ziel für die nächste Saison. Jetzt schauen wir doch mal die Quoten. Vom Gefühl her müssten beide mit mindestens einer 2 davor stehen. Ich bin mal gespannt, was uns die Buchmacher zu den Wölfen erzählen. So sieht es auch aus. Es ist auch ein klassisches Unentschieden am Freitag, oder Radek? Was siehst du? Exaktamente. Und wenn ich jetzt raten hätte müssen, hätte ich die Wölfe auch ein bisschen eine höhere Quote ihnen zugetraut. Und in dem Fall sehe ich dann schon das Value eben dabei, dass die Wölfe das Spiel nicht unbedingt gewinnen. Und selbst wenn, ist diese 2,2er-Quote so ein bisschen niedrig und gefährlich und nicht besonders value-haltig. Ein Unentschieden mit einer Quote von 3,8 am Freitagabend. In diesem Spiel absolut denkbar, auf Frankfurt zu setzen, könnte man auch ins Auge fassen. Immerhin Asian Handicap plus 0,5 bei einer Quote von 1,78. Ich liebäugel auch mit dem Unentschieden und würde das zu einer Dritteleinheit nehmen. Ja, denke ich auch. Macht am meisten Sinn. Warum sollte Wolfsburg jetzt verlieren, auch wenn Frankfurt auch mit Sicherheit, wenn sie den Start nicht verschlafen, relativ gefährlich sein können. Genauso wie der VfB Stuttgart, der letzte Woche bei Werder Bremen gewonnen hat. Jetzt geht's gegen die Borussen, die, das sah so aus, als würden sie 4 Spiele in Folge nicht mehr gewinnen, haben dann aber noch einen 1-0 Rückstand in der Champions League in ein 2-1 natürlich umgewandelt. Und jetzt sollten sie mal wieder auf die Erfolgsspur kommen. Denn Favre hat auch angekündigt, sie haben schon mit 3 Niederlagen zu viele Niederlagen in dieser Saison nach 10 Spieltagen. Ich finde persönlich, auch wenn Stuttgart eine tolle Saison spielt, die 1-5-6 auf Dortmund, die wir gerade gesehen haben, gar nicht mal so verkehrt, weil ich schon denke, dass Stuttgart overperformt und Dortmund bald wieder in die Erfolgsspur zurückkommen sollte. Aber sie werden weiterhin ohne Haaland antreten. Und jetzt, Radek, erzählst du uns mal, was das für Auswirkungen hat mit dem Spiel. Ja, die Stuttgarter performen ja Woche für Woche eigentlich über ihren eigentlich zugetrauten Verhältnissen. Und gut, gegen Bremen, das war so ein Wabong-Spiel. Da kann der eine gewinnen, der andere gewinnen und es geht unentschieden aus. Und am Ende hat halt dann Stuttgart gewonnen. In diesem Spiel sind die Fronten ja klar geklärt. Dortmund natürlich Favorit. Ohne Haaland, haben wir schon zweimal gesagt, sind sie aber nur die Hälfte wert. Wer soll denn die Tore machen? Etwa ein Axel Witzel oder ein Mats Hummels? Ja, das machen sie ja von Zeit zu Zeit. Aber da fehlen halt die Leute, die auch in der Offensive sind, wie Reyna oder Reus oder Bellingham und wie sie alle heißen. Sancho, bisher eine sehr schwache Saison auch gespielt nach seinem überragenden Vorjahr. Also da sind da einige da, die bisher einfach sich hinter Haaland versteckt haben. Und die müssen jetzt mal wirklich auch aus dessen jungen Schatten treten. Und bei einer Quote von 1,56 auf Dortmund, die ist
einerseits gut, aber natürlich niedrig, um darauf zu wetten. Aber ich würde die minus 1 auf Dortmund mit 1,86 auf jeden Fall gut finden, weil Dortmund hier Stuttgart einfach mal in die Schranken weisen muss. Ist notiert, bin ich auch der Meinung. Auch ein Reus, der kann ja was, irgendwann muss da mal wieder der Knoten platzen, aufgehen. Oder sie spielen halt gleich mit dem Wunderknaben Moukoko und schauen, ob der mehr als 10 oder 45 Minuten in der Bundesliga zocken kann. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC, das nächste Spiel. Eins von vier deutschen Teams, die es geschafft haben, in der Champions League zu überwintern. Auch hier Hut ab an die Borussen. Ganz geile Szenen, wenn ihr es gesehen habt, waren ja alle am Handy bzw. am iPad oder Tablet und haben sich die letzten 8 Nachspielminuten von Inter Mailand angeschaut. War eine spannende Nummer, aber verdient weiter. Jetzt geht's gegen die Hertha. Die haben letzte Woche leider wegen unserem Tipp, muss man sagen, auf die Erfolgsspur zurückgefunden, gegen ersatzgeschwächte Eiserne gewonnen. Und bei Gladbach kann ich mir vorstellen, dass jetzt mit trotz der Belastung und bla 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 so ein bisschen die Euphorie so hoch ist, dass sie das Champions League weiterkommen, gleich in die Bundesliga mitnehmen und eigentlich so spielen wie den Großteil der Saison, wirklich ansprechend. Jetzt muss man dabei sagen, daheim haben sie noch nicht so geglänzt wie auswärts und von daher ist es auch wieder wichtig, hier einen Blick auf die Quoten zu werfen. Ja, und die geben nicht viel her, muss man sagen. Also ich muss da ein bisschen widersprechen. Gegen Real war das absolute Angsthasenfußball von Gladbach. Dass die weitergekommen sind, ist schon eigentlich traurig und eine Frechheit für den europäischen Fußball, dass Inter Mailand da nicht gewonnen hat gegen Donetsk. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich freuen, wenn man Gladbach-Fan ist. Und auch für den deutschen Fußball ist es gut. Andererseits war das nicht wirklich eine Bewerbung für Gladbach. Und vor allem jetzt hier drauf zu setzen, nach diesem Champions League-Spiel, das ja auch Kraft gekostet hat. In der Liga auch zu Hause Gladbach bisher nicht so, wie man das erwarten könnte von einem Champions League-Teilnehmer. Und okay, ich dachte, sie wären zu Hause irgendwie schlechter. Sie haben aber, gegen Hertha trotzdem finde ich die Quote zu niedrig und deswegen würde ich auf keinen Fall auf Gladbach setzen. Ob man jetzt auf ein Unentschieden, auf einen Hertha-Sieg oder Asian Handicap gehen will, also da halte ich mich auch zurück. Ja. Allgemein finde ich das ein schwieriges Spiel aus den genannten Gründen und auf Hertha zu setzen, da nehme ich Abstand. Ja, also sie haben jetzt daheim auch noch nicht verloren oder so, aber sie haben halt wenig Tore geschossen im Verhältnis in den meisten Spielen. Bin ich bei dir? Ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie Hausarrest oder so, so wie vehement du auf oder gegen Hertha, gegen Gladbach gegangen bist. Aber auch wenn das Spiel echt schlecht war in Madrid, glaube ich, dass jetzt wieder die Euphorie so weit oben ist, dass wieder der klassische Gladbach-Fußball der Wochen davor ist. Dementsprechend werden wir hier keine gemeinsame Wette finden. Wie beim 2:2 gegen Freiburg, oder? Bitte? Das letzte Bundesliga-Ergebnis war ja ein 2:2 gegen Freiburg. Jede Menge gute Tore, aber was ihnen halt auch fehlt, ist halt der Stürmer, der halt vorne die Dinger macht. Stindl mit 4 Toren, bester Spieler oder bester Torjäger und das ist halt kein klassischer Stürmer. Und habe ich sogar letzte Woche gesagt, dass das Unentschieden ausgeht, aber das war wieder eins dieser Spiele, was wir dann nicht getippt haben. Das passiert wahrscheinlich jedem, dass man auf alles tippt, aber nur 2-3 Wetten absetzt und genau die sind es dann mal ja oder nein. Mainz gegen Köln ist ja ultra spannend, ne? Tja, natürlich geht es hier um den Abstieg mehr oder weniger schon. Die sind ja beide extrem hinten drin. Wir sehen, die Mainzer haben jetzt eigentlich dieses wichtige Spiel gegen Bielefeld verloren, wo sie eigentlich, wir dachten, das ist eigentlich eine klare Sache für die Mainzer. Und kaum hat Bielefeld mal einen halbwegs mittelmäßigen Gegner auf Augenhöhe, dann gewinnen die. Und Köln auf der anderen Seite hat die letzten beiden Spiele wirklich mit den Großen, muss man fast sagen, mithalten können, hat Dortmund geschlagen und 2:2 gegen Wolfsburg, die noch kein Spiel verloren haben, ist auch kein schlechtes Ergebnis. Allgemein auch
Köln mit 17 Gegentoren erst da unten drin eigentlich sowas wie der Champion, also der Einäugige unter den Blinden. Was kann man von Mainz halten? Du hältst sie ja immer für ein bisschen besser, als sie in der Tabelle sind zumindest. Mateta hat schon 7 Tore, ist natürlich der Hammer. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, Köln schon ein bisschen besser und auf dem aufsteigenden Ast. Allerdings ist das so ein Spiel, da kannst du doch normalerweise einfach nichts anderes als ein Unentschieden sehen. Denn eine Wette auf Köln, sei es auch mit Asian Handicap, würde ich hier stark von mir weisen. Auf Mainz zu gehen nach dem letzten Wochenende, ja, wäre natürlich auch ein bisschen zu spekulativ und das würde ich nicht machen. Unentschieden gefällt mir hier auch gut. Köln ist ja auch gefühlt in den letzten 2 Jahren so ein Team gewesen. Wenn es mal einen Lauf hat, gelingt vieles. Wenn der Lauf, das Momentum weg ist, dann verliert man mal ganz schnell 15 Spiele. Also das ist, es spricht viel für ein Unentschieden. Auswärtssieg ist mir zu gefährlich. Dafür ist Köln nicht stabil genug. Mainz kann das gewinnen, aber die Quote ist eigentlich gut genug für ein Unentschieden. Dann nehmen wir das auch mit. Leipzig gegen Bremen, da muss man schon ein glühender Bremen-Fan und Insider sein, um hier ein Unentschieden zu sehen. Die Leipziger, immerhin kommen sie gerade auch von einem Champions-League-Spiel. Wenn man jetzt so argumentiert wie du bei Gladbach, stecken die natürlich voller Euphorie. Wenn man so argumentiert wie ich bei Gladbach, dann sage ich, die sind müde, was dann den Bremern in die Karten spielen würde. Ich glaube, hier liegt viel von der Tagesform und der Motivation der Bremer. Also motiviert werden sie hoffentlich sein. Aber jetzt nach 2, 3 nicht so gelungenen Auftreten, auch Niederlage gegen Stuttgart, Niederlage gegen Wolfsburg, davor war es ja dann noch ein ganz gutes Unentschieden gegen Bayern München, ist so ein bisschen wieder der Wurm drin. Und da kommt ein Team wie Leipzig nicht unbedingt recht. Also alles andere wie ein Leipziger Sieg würde mich schon wundern. Aufgrund der Müdigkeit vielleicht könnte man überlegen, wenn Asian Handicap auf Bremen eine gute Quote gibt, ein 1,5 auf Werder, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Aber man muss auch berücksichtigen, dass Bremen echt nicht mehr gut verteidigt hat in den letzten Wochen. Abgesehen vom Bayern-Spiel, aber da hat Bayern sich auch mehr selber geschlagen. Ja, also schwierig zu sagen. Auf der einen Seite die Leipziger, natürlich können die Bremen jederzeit weghauen und auch mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Dann hätte das Value. An normalen Tagen würde ich es machen, aber nach so einem Champions-League-Spiel schwierig zu sagen. Außerdem war Leipzig in den letzten Wochen auch nicht jetzt überragend. Sie haben ja gegen Bayern gut gespielt, hatten die ja auch am Rande einer Niederlage, aber dann am Ende dann doch 3 Gegentore gegen die kassiert. Ja, deswegen muss man sehen, wie viel Motivation die Leipziger jetzt für so ein eher langweiliges Spiel im Vergleich zu Manchester United oder Bayern München gegen Bremen aufbringen. Aber auf Bremen zu setzen, auch wenn es mit ein Tor Handicap Plus ist, also sowas gegen Leipzig, das ist eigentlich, verbietet sich, also meiner Meinung nach. Und das sage ich immer wieder, weil nur weil die eine Mannschaft müde ist, macht es die andere Mannschaft nicht automatisch gut. Es gibt Fälle, da können die es dann knapp halten, kann auch in diesem Fall natürlich der Fall sein. Deswegen wette ich ja nicht auf Leipzig, aber deswegen auf die eine Außenseiter zu setzen, auf den klaren Außenseiter, das ist mir dann zu heikel. Ja, hast du auch komplett recht. Also wenig spricht für Werder. Jetzt aber, hoffentlich gibt uns der Buchmacher eine gute Quote auf den Freiburger Sieg. Denn Bielefeld ist doch jetzt mal wieder für 3 Niederlagen in der Folge prädestiniert. Nach dem aus unserer Sicht Überraschungserfolg gegen Mainz, da war auch ein bisschen Glück dabei, dass es am Ende doch nicht noch unentschieden ausgegangen ist. Und die Freiburger, wir sagen es eigentlich von Saison zu Saison, punkten genau in diesen Spielen. Auswärts hätte ich gesagt eher unentschieden. Heimspiel für Freiburg ist für mich eher ein Sieg. Auch verrückt, wenn du hier auf die Torschützen schaust, dass ein Nils Petersen wieder schon 4 eingenetzt hat. Grifo, okay, dann macht auch die Elfmeter. Aber ja, kann Bielefeld vielleicht jetzt sogar wieder zum Mittelfeld aufschließen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden hier eine couragierte Freiburger Leistung sehen und vielleicht sogar einen Handicap-Sieg
Wow, das überrascht mich jetzt aber dann doch, deine Pro-Freiburg-Argumentation. Für mich ist das halt auch ein klares Unentschieden, weil die ja beide hier unten drin stehen. Für beide ist eigentlich Verlieren verboten. Und die Arminen, man muss ihnen zugutehalten, sie hatten einige richtig starke Gegner in Serie und haben deswegen einfach auch nicht viel punkten können. Und kaum haben sie ja einen Gegner wie Mainz, dann gewinnen die direkt mal. Also da ist es dann die Frage. Freiburg hat mir gut gefallen gegen Gladbach, das stimmt schon. Das ist trotzdem hier für eine Quote von 1,8 in diesen Tabellenregionen ein bisschen zu wenig, weil du kannst den Freiburgern ja auch irgendwo nicht trauen. Also selbst wenn das alles so stimmt, könnte man ab einer Quote von 2 auf die Freiburger gehen. Aber 1,8, da ist mir mein Geld zu schade und da würde ich nicht drauf setzen. Weil ich insgeheim ja auch eher das Unentschieden mit 3,9 bevorzugen würde. Auf Bielefeld zu setzen, hat für Bielefeld-Anhänger auf jeden Fall Value. Sage ich jetzt also nicht wirklich so objektiv, aber ich sehe Freiburg hier einfach nicht so viel besser. Also wenn sie so spielen wie gegen Gladbach, ja, Heimvorteil und so weiter, aber das müssen sie halt erst noch beweisen und die haben ja schon auch einfach lange nichts mehr gerissen. Spricht überhaupt nichts dagegen, sind wir mehr oder weniger d'accord, trotzdem glaube ich, dass Freiburg gewinnt. Ist dann immer die Frage, würde man darauf auch wirklich Geld setzen? In dem Fall ist man, glaube ich, besser beraten, wenn man darauf achtet, wann so ein Team, was da hinten ist, in einer besseren Form ist. Und klar, hat jetzt Freiburg gepunktet gegen Gladbach zum Beispiel, aber noch zu unterdurchschnittlich in der Saison. Ganz und gar nicht unterdurchschnittlich sind die Eisernen. Union Berlin mit Max Kruse hat sich ja leicht verletzt am letzten Wochenende, aber jetzt auf Tabellen 6 immer noch im internationalen Geschäft vertreten. Echt verrückt, 16 Punkte, starke Offensive und gegen den FC Bayern, die müde sich von Woche zu Woche quälen. Aber man muss auch sagen, wenn der Kader vom FC Bayern nicht so tief vielleicht gewesen ist wie in den früheren Jahren, diese jungen Spieler, die dahinter kommen, die geben echt Gas. Musiala ist einer davon, fällt mir echt gut. Da musst du schon fast sagen, dass Sané momentan ein enttäuschender Backup ist, der seine Chancen von seinen Kurzeinsätzen oder wenn er noch mal von Anfang an spielen darf, bisher nicht genutzt hat. Braucht auch mal ein Outback-Game. Aber ich bin echt überrascht, wie die Bayern sich dann doch Woche für Woche von Sieg zu Sieg oder zumindest unentschieden hangeln. Jetzt gegen Moskau war ja auch kein einfaches Spiel, aber der Sieg war eigentlich nie gefährdet. Ja. Das ist wirklich mal auch interessant. Eigentlich so, wenn das Spiel letzte Woche gewesen wäre, vor der Niederlage von Union gegen Hertha, hätte man wirklich hier ein Asian Handicap auf Union wegen all dieser Gründe, weil Bayern ja wirklich so ein bisschen viel rotiert und auch sich auf die Champions League ein bisschen, oder gut, das Spiel war jetzt nicht so wirklich wichtig. Sie haben ja auch gegen Bremen Punkte gelassen. Da hätte man wirklich ein Asian Handicap vielleicht rechtfertigen können auf Union Berlin. So, denke ich, war das gegen Hertha schon der Abstieg der Anfang vom Abstieg von Union Berlin. Meine ich jetzt nicht in die zweite Liga, aber in der Tabelle. Denn so gut, wie sie da oben waren, schon auf Platz 5, schätze ich, werden sie so schnell nicht mehr sein. Denn wenn ein Max Kruse auch nur ein bisschen angeschlagen ist, ist das schon ein gravierender Faktor. Auf der anderen Seite wird Bayern wieder mit ihm hier spielen, Mr. Torgarantie höchstpersönlich, Robert Lewandowski. Haben wir gesehen, er ist fit, Tolisso auch, ja dann. Aber ich denke, da haben die Bayern natürlich schon noch Kaliber und Lewandowski, der will natürlich wieder mal scoren. Dann ist halt die Frage, Bayern minus 1,5 bei einer Quote von 1,75 halte ich persönlich für noch gut. Und ich bin keiner, der gerne 1,7er Quoten spielt. Aber ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass die Bayern das hier so locker angehen lassen, dass es wirklich knapp wird. Andererseits,
ist in der Bundesliga viel möglich und auch die Bayern sehen wahrscheinlich schon oder sehnen sich schon nach Weihnachtsgeschenken und vielleicht verteilen sie welche an die Eisernen. Jein, also ich glaube wirklich, dass die Eisernen, ich finde auch, so eine Niederlage gegen Berlin tut schon mal weh, dann ist man vielleicht erstmal aus dieser Euphoriewelle ein bisschen runtergekommen. Max Kruse nicht dabei, das weiß dann auch nicht, wie das sich dann auf das Spiel auswirken wird. Und der FC Bayern ist eh schon groß genug und die können auch, die haben schon bei anderen Spielen gegen schlechtere Gegner, bessere Gegner, in Anführungsstrichen bessere Gegner, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt gesagt, könnte ein enges Spiel werden, dann war es 5-0. Lass uns minus 1,5 auf den FCB eintüten. Begründung, Union nicht mehr im Lauf, Bayern mit Lewandowski, Union ohne Kruse, das passt. Das sind die Hauptargumente, die diese Wette dann immer attraktiver erscheinen lassen. Dann genau. Gehen wir schon auf die Schlussgerade dieses 11. Spieltags zu. Sonntag gibt es 2 Spiele. Augsburg empfängt Schalke. Homecoming für uns Manu Baum, den Trainer von Schalke, der ja schon Trainer in Augsburg war. Und er kennt ja Augsburg aus dem FF. Also wenn er nicht in Augsburg gewinnt, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr zu Weihnachten Trainer sein. Es ist ja jetzt englische Woche und DFB-Pokal noch eine Runde vor den Weihnachtsferien. Und dann ist auch unsere Bundesliga im Lockdown sozusagen. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt in Augsburg nicht punktest, gegen eine Augsburger Mannschaft, die in den letzten Wochen echt schlecht war, ich glaube nur ein Sieg aus 7 Spielen oder so, dann hast du doch nichts in der Bundesliga verloren und solltest sagen, wir gehen in 100% Kurzarbeit, wir melden unsere Mannschaft ab, die Strafe ist vielleicht nicht so hoch. Oder zur Strafe im Tönnies Fleischbetrieb arbeiten. Ja, 17 andere Mannschaften oder zumindest 10 sind vielleicht auch dankbar, dass sie sagen, ich muss nicht mehr nach Gelsenkirchen, ein Abstiegsplatz ist sicher vergeben. Ich glaube aber wirklich x2, wenn wir uns die Quote gleich anschauen, Schalke muss doch mal gewinnen und wenn sie dann unentschieden spielen, hätten wir auch noch eine ganz gute Wette drin, aber ich sehe nicht, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Punkt. Ja, also da machst aber die Augsburg jetzt auch schlechter, als sie sind. Da will ich dir mal die Tabelle noch zeigen. Augsburg hat nur halb so viel Gegentore wie Schalke. 4-mal so viel Punkte. Unendlich mal mehr Siege, weil 0 weniger geht ja nicht. Und Schalke seit 26 Spielen nicht mehr gewonnen. Der letzte Schalke-Sieg am 17. Januar. Also die könnten ja wirklich die 11 Monate schaffen, wenn sie jetzt auch dieses Spiel nicht gewinnen. Also ich frage mich auch, warum sollten sie hier gewinnen? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie wirklich, weil Augsburg ja nicht so der Burner war, einen Punkt holen oder es knapp gestalten, aber auf Schalke zu setzen, nur weil es mal irgendwann wieder sein muss. Aber na klar, könnte es hier passieren. Ich würde sie wirklich gönnen auch. Hey, es ist immer noch eine Traditionsmannschaft und wer den Fußball liebt, muss Schalke auch ein bisschen gern haben. Und deswegen ja, gönnen wir es ihnen, aber drauf zu wetten ist natürlich eine ganz andere Sache. Leverkusen, Hoffenheim, wenn du diese beiden Mannschaften dann liest, hörst, dann denkst du natürlich an viele Tore. Mhm. Hatten wir auch zum Beispiel bei Leverkusen gegen Hertha gedacht, da kam dann exakte Munde 0. Und hier beide Mannschaften in der Euroleague sehr souverän. Beide Mannschaften letzte Woche ja erfolgreich. Die Hoffenheimer Platz 10 nach gutem Start eigentlich dann verhalten gewesen. Da können sie aber auch ungefähr hin, irgendwie so zwischen 6 und 8. Leverkusen wird gerade zum Vizekusen, heimlich still und leise, nachdem sie doch mit 3 Unentschieden oder so gestartet sind in der Saison. Genau wie Wolfsburg noch ohne Niederlage. Das, der dritte Hut, der heute runtergenommen wird. Und das ist für mich aber keine Value-Bet, wenn du auf Leverkusen gehst. Auf Hoffenheim auch nicht. Bleibt unentschieden oder Tore, Radek? Also alles, was du so sagst, könnte ich wirklich auch unterschreiben. Also ich bin auch extrem überrascht von Leverkusen. Gerade wenn du halt wirklich so deine 2 wichtigsten Spieler fast abgibst und dann einen eher Stolperstart hinlegst, haben ja auch in der Europa League
das erste Spiel, glaube ich, verloren. Aber seitdem sind die einfach die Unbesiegbaren. Und Hoffenheim hingegen hat da natürlich zwischendrin stark gestrauchelt. Aber ich denke auch, die sind eigentlich so ein Team, das die letzten Jahre immer international gespielt hat und daher schon mal eigentlich vor Union, Stuttgart, vielleicht sogar auch so noch Frankfurt gehören würde und von daher ein bisschen weiter oben in der Tabelle anzusiedeln ist. Aber ob sie gegen diese Leverkusener das Zeug zu gewinnen haben, bezweifle ich auch. Die Quote auf Leverkusen ist ein Tick zu niedrig, um drauf zu gehen. Das Unentschieden hingegen mit 4,33, beide von der Europa League müde. Also mit einer Vierteleinheit macht man da wirklich überhaupt nichts verkehrt. Wenn man die verlieren sollte, so what? Wenn man es gewinnt, alles richtig gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es unentschieden ausgeht, sehe ich auf jeden Fall höher als 25%. Und die Quote 4,33 ergibt ungefähr 20%. Also haben wir hier ein Value, also 20% nicht, aber also so irgendwas dazwischen. Und deswegen gibt es hier ein Value auf ein X. Eine Torwette ist eigentlich lächerlich, da man hier auf über 3,5 Tore wetten müsste bei einer Zweierquote. Und ja, also könnte man meinen bei diesen beiden Teams, klar, aber da haben wir ja schon mal bei Leverkusen daneben gegriffen. Allgemein sind wir bei Torwetten, glaube ich, alles andere als sattelfest. Und bei X hingegen, das ist genau unser Ding, also tüten wir das doch ein zu dieser Zuckerquote. Jetzt haben wir drei Spiele ge-X'd, ne? Das ist die Frage, vor, findet ja, man noch genauso ein viertes? Im Schnitt. 33% aller Bundesligaspiele gehen ja auch unentschieden aus und jetzt müssen wir nur noch die richtigen treffen, aber in dem Fall, glaube ich, sind das die naheliegendsten Spiele, oder? Ja, mir ging es eher darum, ob es eine 2 aus 4er Kombi vielleicht sich noch irgendwo auftut, aber da müsste man noch ein viertes X mit draufnehmen, da gibt es natürlich so ein paar Kandidaten, aber du sagst es eigentlich, wenn wir jetzt auf alle 3 mit einer Drittel- bzw. Vierteleinheit auf dem X gehen, muss 1 kommen, dann hat man schon Gewinn aus diesen 3 Wetten und wenn 2 sind, ist ja eh schon wieder richtig geil. Und die Unentschieden, die wir jetzt gesagt haben, sind Wolfsburg gegen Frankfurt zu der Quote von 3,8. Mainz-Köln 3,7. Und eben Leverkusen gegen Hoffenheim 4,33. Dazu haben wir noch 2 Handicap-Siege und zwar relativ langweilig, aber dafür umso effektiver und hoffentlich erfolgreicher. Auf Dortmund minus 1 gegen Stuttgart, Quote 1,8. Und der FC Bayern bei Union Berlin mit Asian Handicap minus 1,5 bei einer Quote von 1,75. Also wir sind hier die klassischen Favoriten-Nutten und tippen auf die Dortmund oder auf die Bayern sowie einige Spiele, bei denen wir uns nicht entscheiden können und sicher sind, dass da das ein oder andere Unentschieden dabei ist. Und das ist ja das Geile an Unentschieden, dass du mit einem richtigen Tipp eigentlich 3 Wetten wieder aufholst, wenn du ja. Und, auf 3 spielst. Liebe Leute, falls wir eure Favoriten sind, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann bitte auch. Und wir sehen uns schon wieder zur englischen Woche. Wow. Woo. Bis dahin, schönes Wochenende.